Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Scryfice. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Let's Play Pokémon Legenden Arceus. Heute werden wir uns der Nebenmission widmen, die Legende des Meeres. Ja, für die Legende des Meeres sind einige Vorkehrungen zu treffen. Und zwar müssen wir das Rätsel lösen, die Legende des Meeres, beziehungsweise wir müssen eigentlich das Buch, die Legende des Meeres, lesen. Dieses Buch gibt es leider nicht in Pokémon Legenden Arceus. Jeder, der Pokémon Strahlende Perle und Pokémon Leuchtender Diamant gespielt hat, wird das auch schnell in Erinnerung rufen. Denn das Buch gibt es nur in der Bibliothek in Fleetburg. Und daher ist das für Spieler, die dieses Spiel gespielt haben, recht schwierig zu lösen. Ich blende euch hier mal ganz kurz den wichtigsten Teil des Rätsels ein und sag auch direkt was dazu, denn um dieses Rätsel zu lösen, brauchen wir ein Mantyrps, welches wir jetzt gleich fangen werden. Wir brauchen ein Bammelin und ein Baldurfisch mit langen Stacheln. Ja, was bedeutet das? Wir müssen einfach ein Mantyrps fangen, wir müssen ein Bammelin fangen, wir müssen ein Baldurfisch fangen und dieses Baldurfisch müssen wir entwickeln. Das Problem an der Sache mit Baldurfisch ist, damit wir es entwickelt bekommen, müssen wir es 20 Mal im Kampf die Attacke Giftstachelregen als Krafttechnik einsetzen lassen. Und das ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise ist ein bisschen zeitaufwendig und ich würde sagen, wir starten auch direkt los. Jetzt gehen wir erstmal auf die Suche der Pokémon. Ja, kaum sind wir ein paar Schritte geschwommen. Ich zeige euch kurz, wo wir uns befinden. Wir finden uns hier beim Sandfinger, einfach ein bisschen hier ins Meer surfen und da finden wir auch direkt schon unser Mantyrps. Das catchen wir direkt mal. Und damit haben wir auch schon den ersten Teil der Mission erledigt. Ja, als nächstes fangen wir uns natürlich erstmal ein Baldurfisch. Oh, da habe ich direkt schon von dem Baldurfisch hier was abbekommen. Suchen wir uns eins aus, was uns noch nicht entdeckt hat. Jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Versuchen wir es mal zu treffen. Oh, ihr seht schon, mein Aiming ist echt scheiße. Egal, machen wir es auf die altmodische Art und Weise und catchen uns einfach so eins. Einfach mit einem Pokémon anwerfen, Hyperball drauf und dann sollte das Ding auch schon gefangen sein. Hoffen wir mal, dass wir jetzt eine gute Fangquote haben und das Baldurfisch hier live direkt drin ist. Sieht gut aus. Jawohl, perfekt. Und damit hätten wir auch schon das zweite Pokémon gecatcht. Ich zeige euch kurz, wo wir das gefunden haben. Und zwar hier oben. Einfach beim Inselblickufer nach rechts surfen. Ihr könnt aber allerdings auch von unserem letzten Spot aus einfach hier gerade nach oben, hier durch den Tunnel durch und seid dann relativ schnell an diesem Ort, wo ihr das Baldurfisch findet. Ja, zu guter Letzt widmen wir uns natürlich noch dem Bammelin. Jeder, der das Spiel am Anfang so ein bisschen ausgekundschaftet hat, wird schnell feststellen, dass die Bammelins direkt am Anfang im Obsidian-Grasland sind, und zwar hier unten an der Küste. Eigentlich so gut wie an jeder Küste sind die Bammelins. Da unten ist auch schon das erste. Fangen wir direkt mal ein. Sollte mit einem Hyperball direkt drin sein. Ja, wenn man trifft. Sollte jetzt eigentlich relativ flott wieder gehen. Jo. Das sieht doch gut aus und damit hätten wir alle drei Pokémon gefangen. Für alle, die dies interessiert, ich zeige euch noch mal kurz, wo wir es gefangen haben. Einfach hier unten am Ufer im Obsidian-Grasland zur Graslandbasis und dann einfach hier runtersliden. Gut, als nächstes werden wir uns dann dem Baldurfisch widmen. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen trainieren. Um das zu trainieren, würde ich euch vorschlagen, reist einfach zurück zur Graslandbasis. Geht dann hier zu dem Fuzzi einfach. Holt euch euer Baldurfisch, macht es in euer Team, am besten an erster Stelle. Das Bammelin können wir eigentlich auch direkt mitnehmen und das Mantyrps auch. Denn für die Quest brauchen wir alle drei Pokémon in unserem Team. Warum machen wir das im Obsidian-Grasland? Ganz einfach, weil hier die Monster bzw. die Pokémon einfach am niedrigsten sind. Und dann checken wir ganz kurz noch ab, ob das Baldurfisch dann auch die richtigen Attacken beherrscht. Gucken wir uns das an. Nein, es hat nämlich noch nicht Giftstachelregen. Das müssen wir dem Kleinen noch beibringen. Einfach kurz die Attacken switchen. So, und jetzt müssen wir 20 Mal Giftstachelregen einsetzen. Das kann ein bisschen dauern, beziehungsweise ihr müsst unbedingt darauf achten, dass ihr das mit der Krafttechnik einsetzt, sonst zählt das Ganze nämlich nicht.
Ja, dann müssen wir dem Pokémon einfach nur noch ein Level abgeben, aber das dürfte eigentlich das geringste Problem sein. Es gibt hier so viele mögliche Arten und Weisen, das zu gestalten. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Leveln bzw. beim Einsetzen des Giftstachelregens und dann sehen wir uns gleich, wenn wir die 20 Attacken eingesetzt haben. So, nachdem ihr dann mit eurem Baldurfisch 20 mal mit der Krafttechnik das Ganze eingesetzt habt, könnt ihr es anscheinend auch direkt schon ohne Leveln entwickeln. Das war mir jetzt nicht bewusst. Das machen wir dann direkt mal. Und ja, somit haben wir alle Vorkehrungen für die Quest getroffen. Jetzt, jetzt müssen wir nur noch ins Kobalt-Küstenland reisen. Und dann werden wir uns der Quest auf jeden Fall widmen, beziehungsweise dem Ende der Quest. Ja, dann würde ich sagen, reisen wir direkt mal ins Kobalt-Küstenland. Wir werden auch wieder zur Küstenlandbasis reisen. Einfach weil wir direkt zu diesen, ich nenne ihn jetzt mal, diesen Felsen mit diesen zwei Hörnern da. Genau, da müssen wir einfach hin. Und ja, ach, eine Sache noch. Wir müssen das Ganze bei Abend machen, das hatte ich jetzt vergessen. Wir können uns aber auch einfach hier kurz ausruhen, bis zum Abend warten. Jo. So, dann müssten wir jetzt eigentlich nur noch hier runterreisen und dann sollte auch schon die Zwischensequenz beginnen. Hier ist es jetzt schon ordentlich am Stürmen. Und schwupps, schon beginnt die kleine Zwischensequenz. In der Ferne hörst du den Ruf eines Pokémon und das Geräusch eines sich bewegenden Felsens. Ja, anschließend müssen wir jetzt die kleine Meeresgrotte aufsuchen. Ja, die kleine Meeresgrotte befindet sich hier, südwestlich von Seegras-Idyll. Und ich würde sagen, dann fliegen wir einfach mal zum Lava-Kampffeld und fliegen dann ganz entspannt mit unserem Pokémon. Ich mache uns mal ganz kurz hier noch einen Wegweiser hin. Da geht's lang. Ach, das ist natürlich jetzt ein bisschen behindert, weil wir hier nicht über die Lava fliegen können. Ja, um die Quest abzuschließen, müssen wir jetzt nur noch dahin und dann können wir auch schon das Pokémon fangen. Ihr werdet es wahrscheinlich schon herausfinden, das ist einfach Manaphy. Ja, die Pokémon hier sind ungefähr Level 50, würde ich sagen. Dementsprechend solltet ihr euch auch schon ein bisschen vorbereiten. Und dann würde ich sagen, betreten wir mal die kleine Meeresgrotte. Da ist jetzt auch schon Manaphy. Müssen jetzt das Richtige fangen. Können wir das Fiona auffangen? Ich teste das mal ganz kurz aus. Ja, können wir auch machen. Perfekt. Jo, Fiona haben wir direkt schon mal gefangen. Das ist die Vorentwicklung. Ich würde sagen, wir probieren alle Pokémon hier zu fangen.
So, nachdem wir alle vier Pokémon dann gefangen haben, was ziemlich schwierig war, muss ich jetzt sagen. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch auf jeden Fall ein Pokémon mit, auf das Manaphy nicht sehr effektiv ist, unter anderem Empoleon, weil es einfach Stahl und Wasser ist. Eigentlich mit das beste Pokémon gegen Manaphy. Und ja, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge. Danach anschließend könnt ihr einfach zu Professor Larven gehen und dann ist die Quest auch schon erledigt.